Ein Tier unter dem Weihnachtsbaum könnte doch ein schönes Geschenk sein. Doch weil Tiere keine Geschenke sind, stoppt das Kreistierheim in Donaueschingen eine Woche vor den Feiertagen die Vermittlung. Also wir machen das jetzt schon seit 8 Jahren, dass wir die Tiere kurz vor Weihnachten nicht abgeben. Das hat auf einer Seite den Grund, dass die Kunden das Tier selber raussuchen sollen. Oftmals ist es kurz vor Weihnachten einfach nicht überlegt, was für ein Tier man sich anschaffen möchte, wie das genau sein soll. Und manchmal sind es tatsächlich einfach Geschenke für Kinder, für die Oma, die jetzt alleine ist, die vielleicht kein Tier wollen oder sich das Tier lieber selber raussuchen. Das Problem ist auch, dass es dann sehr kurzfristig kommt. Das heißt, die Beschenkten haben dann am 24. plötzlich ein Tier. Die sind mit der Wohnung nicht vorbereitet. Das heißt, man könnte noch Giftpflanzen zum Beispiel bei Katzen im Haus haben. Oder der Weihnachtsbaum steht noch geschmückt da, was bei Katzen manchmal ungünstig ist mit den netten glitzernden Kugeln. Die Leute sind einfach nicht vorbereitet und können sich nicht auf ein Tier einlassen, haben Weihnachtsstress. Das sollen sie dann machen, wenn sie Zeit dafür haben, um ihren Schatz auch kennenzulernen. Wenn jemand plant, ein Tier als Weihnachtsgeschenk zu holen, dann muss er es schon noch irgendwo unterbringen. Und eine Woche vorher ist so diese Zeit, wo man sagt, jetzt hole ich das Tier, ich kann es noch eine Woche im Keller stehen lassen oder ähnliches und setze es dann am 24. unter den Tannenbaum. Deswegen bei uns auch unangekündigt dieser Stopp, dass die Leute einfach sehen, Tiere sind kein Spielzeug, Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Legt dort einen Gutschein hin und kommt danach zu uns. Langsam, Leute, ja. Auch wenn die Tiere die Feiertage erstmal im Heim verbringen, geht es ihnen dort nicht unbedingt schlecht. Die Pfleger sorgen für ein besonders leckeres Weihnachten. Das große Weihnachtsfest ist bei uns eigentlich Weihnachten für Tiere. Wir haben das jedes Jahr am Vorabend des 4. Advents. Da werden Geschenke gebracht vom Kunden. Wir haben einen Weihnachtsmarkt und das ist eigentlich das Weihnachten bei uns bei den Tieren. An dem Tag gibt es auch die leckeren Weihnachtsgeschenkchen, die die Kunden mitbringen, aber am 24. auch nochmal. Also merke, lieber nach den Feiertagen das Haustier abholen, das wirklich zu einem passt. Dann sind auch die kleinen Vierbeiner umso glücklicher über ihr neues Zuhause.